Die Sparkasse Trier ist Sponsor of the Day heute bei uns im Multistadion und hier sind die Highlights der Partie Eintracht Trier gegen Alemannia Waldalgesheim. Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Das stimmt, aber trotzdem, die Verwandtschaft ist da. Rado und Sven, ernsthafte Blicke. Mr. Leistungsträger und zuverlässig, Maurice Frosch, Daniel Buballa und die Eintracht-Jungs. Ja, direkt schon die beiden Spitzen im Gespräch. Und ein etwas nachdenklich wirkender Dominik Hinscher. Ja, Waldalgesheim mit dem ersten Versuch. Chris Spangeta aber dazwischen, der, wie schon angesprochen, heute ein Loch stopfen muss in der Innenverteidigung, denn Jason Tayaparan ist bei der Nationalmannschaft. Ja, und Maxim Burkhardt mit ein bisschen Glück zieht er an den Gegnern vorbei, gibt flach rein und die Riesenchance direkt für den Mann, der heute die Chance bekommt, nämlich Maximilian Uhlig von Beginn an zu spielen. Da sehen wir es. Gut durchgesetzt auf der rechten Seite. Und dann kommt die Hereingabe in die Mitte. Und Uhlig scheitert aus aussichtsreicher Position. Guck dir mal an, wie erfahren Ömer Yavuz das gerade gemacht hat. Und schöner Ball dann von Spang auf Burkhardt. Ah, Ball nochmal auf Burkhardt gespielt. Außennetz. Burkhardt kriegt den noch weiter zu Uhlig. Flanke ist gut. Flanke im Hintergrund ist Sven König. Und ich glaube, König muss den sogar durchlassen zu Frusch. Können wir gleich uns nochmal genauer anschauen. Ja, und zwar genau jetzt. Ich hab nichts gedrückt, Benni. So, Kinscher hat sich den Ball geschnappt. Das wird dann definitiv keine kurze Variante. Wobei, jetzt kommt Maurice Busch doch noch dazu. Mal schauen, was sie sich da ausgedacht haben. Dir sind die kurzen Varianten immer lieber, ne? Nein, ich bin kein Freund von kurzen Eckball-Varianten. Ganz und gar nicht. Buschi hebt den Arm. Ja. Oh, Kopfball von Vincent Bösen, bisschen wenig Druck dahinter. Da sehen wir die Bewegung im 16er und dann kommt der Ball rein. Und er kommt zu Vincent Bösen, zack, und den kriegt dann, weil der Druck halt eben fehlt, André Juric abgefangen. Maurice Frosch, Froschi mit der Flanke. Die kommt lang, die kommt weit. Da ist wieder Vincent Bösen. Aber erstmal die Aktion gestoppt. Kinscher hat den Ball aufgenommen. Gibt ihn raus auf Maxim Burkhardt. Burkhardt. Und da ist Uhlig. Und was für ein Ding seitfalls hier. Und der hätte belohnt werden müssen mit dem ersten Torjubel in dieser Partie. Da sehen wir es nochmal. Guter Ball rein und Maxi Uhlig mit dem Seitfallzieher und André Juric im Nachfassen. Der schickt Maurice Frosch. Wird ein bisschen weit rausgetrieben vielleicht. Nimmt das Tempo aus der Aktion ein bisschen raus. Aber jetzt Sven König, immer noch Sven König mit dem Schuss. Knapp. Ja, Ali, da haben sie es mal ansatzlos probiert. Da sehen wir Sven König. Baller kann ihn aber erst einmal klären und jetzt Frosch mit dem
Gegenstoß. Auf Sven König, der da versucht, an seinem Gegenspieler vorbeizukommen und schafft das auch. König mit dem Ball in den Lauf von Mekoma. Mekoma in die Mitte und Gulich aus kürzester Distanz scheitern sie da. Und das ist Wahnsinn. Da sehen wir nochmal König, vorher gut eingesetzt worden mit einem tollen Abspiel auf Mekoma. Mekoma unrundet da Juric und in der Mitte ja, gleich drei Mann, die sich da in den Weg schmeißen. Langer Ball auf Frosch. Frosch macht das ganz clever mit viel Körpereinsatz. Ja. Kriegt den Ball an Sven König und der genau auf Juric. Nächste Großchance für unsere Eintracht. Da sehen wir im Grätschen den Ball an König. Und König schlägt einen Haken und seinen Schuss genau auf Juric. Ja, sie machen hier wieder ordentlich Stimmung und sorgen dafür, dass es hier alles andere als Oberliga ist. Dieses gesellschaftliche Ereignis im Trier-Mosel-Stadion. Oh, gefährlich und das erste Mal, dass hier Radomir Novakovic wirklich was zu tun bekommt. Und da haben wir auch mega Glück, dass er den direkten Abschluss wählt, denn in der Mitte waren drei Leute frei. Ja, da vertut sich Daniel Bubala. Und dann versucht das da direkt. Und wie du sagst, Ali, die bessere Option wäre, dass er wahrscheinlich das Abspielen in die Mitte gewesen. So, zweiter Eckball für die Gäste aus Waldalgesheim. Ne, Moment, da hat Schein Dündar noch ein bisschen Klärungsbedarf. Ja, ruft da Pierre Merkel zu sich. Der bewacht wird von Ömer Yavuz. Ja, und dann, was für eine Überraschung. Die Gäste gehen hier in Führung. Die 15, Dennis Eugene ist es. Riesenjubel. In der 64. Minute Tor für Waldalgesheim zum 0:1. Der Torschütze, der Spieler mit der Nummer 25, Tom Müller. Ja, und es war eine Standardsituation. War die Nummer 15, Eugene Dennis. Und er steigt da am höchsten. Ja, und so macht man aus wenig viel, Ali. Ja. Während wir aus viel bislang nichts machen. Das kann ich besser nicht zusammenfassen. König. Noah Herber, neuer Mann. Hinten für die Abwehrseite scheint auf die Rechtsverteidigerposition zu gehen. Maxim Burkhardt dadurch eine Reihe nach vorne gerückt. Karl Weitz. Eieiei. Da waren sich Karl Weitz und Yavuz gerade nicht einig. Mekoma kriegt nochmal die Chance zur Flanke. Auf Brandscheid. Der kommt an den Eckball. Ball immer noch nicht sicher und dann wird der Juric fast vom eigenen Mann aus der Hand geschossen. Jetzt Yavuz zu Mekoma in der Mitte. Ist Frosch. Und tut sich dabei noch weh in der Situation. Auch Novakovic geht jetzt in den 16er. Aber auch hier kein Glück beim SOE. Und das war's. Schiedsrichter pfeift ab. Ihr hattet die Chancen. Ihr habt von der ersten Minute an den Kampf aufgenommen. Es sah so aus, als wäre das hier eigentlich ein sicheres Ding. Trotzdem muss sich die Eintracht am Ende mit einer faustdicken Überraschung, nämlich der ersten Niederlage im heimischen Moselstadion, geschlagen geben. Woran hat es heute gelegen? Einfach die Chancen nicht gemacht? Ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, die Chancen nicht zu machen. Wie du schon gesagt hast, das erste Halbzeit hatten wir
guten Anteil vom Spiel und gute Chancen auch, die wir machen können. Zweite Halbzeit auch. Aber ja, ein Standard, beziehungsweise eine Aktion davor, die wir auch noch verteilt, nicht so gut verteidigt haben. Und dann ein Standard, der drin ist. Und dann haben sie es leidenschaftlich gekämpft. Aber ja, ein bisschen, ein Fünkchen mehr Torgeilheit hat gefehlt vorne, ja. Okay, trotzdem, ich meine, das ist kein Grund zum Beinbruch. Ganz im Gegenteil, ihr habt eine überragende Saison bis dato gespielt. Das heißt, die Köpfe dürften ja jetzt alle mal nicht fallen bei unserer Eintracht und bei Mannschaft. Ja klar, wir haben noch Punkte Vorsprung, aber wir schauen immer von Spiel zu Spiel und deswegen müssen wir auch das Spiel so beurteilen, wie es ist, dass wir es verloren haben. Das zählt am Ende. Dann müssen wir uns hinterfragen, halt, wie wir das nächste Spiel wieder besser machen können, damit wir wieder in den Flow dann kommen und dann von Anfang an auch zeigen, dass wir bei jedem Spiel immer die bessere Mannschaft sind und dementsprechend auch gewinnen am Ende. Also, ja. Das kriegt ihr hin. Ich sage vielen Dank. Lass dich in den Kreis zur Mannschaft. Vielen Dank, Chris Spang. So, damit nochmal zurück zu dir, Ali. Ja, Chris Spang. Mega angefressen. Ja, mega angefressen. Flecki, noch vielleicht ein Blick Richtung Zukunft, weil ja, die Differenz der Punkte lässt ja eigentlich schon recht sicher für die nächste Saison planen. Gibt es da schon was zu vermelden? Wir sind dabei, Gespräche zu führen. Die Signale sind auch sehr gut. Das hat schon auch Wirkung gezeigt, dass wir so dominant in der Oberliga unterwegs sind. Also das wird die Berater oder die Spieler, mit denen wir sprechen, die honorieren das auch schon. Wir sind auch mit vielen schon ein bisschen länger jetzt auch im Gespräch. Signale überwiegend positiv und wir sind da guter Hoffnung, aber werden keine Schnellschüsse machen. Tja, erste Saison Niederlage im heimischen Moselstadion. Wir brauchen nicht drüber zu reden. Bilanz immer noch überragend, wenn man die gesamte Saison überblickt. Aber die Niederlage hier bitter, weil deine Mannschaft hat das Spiel im Griff, erzeugt die Chancen. Und ja, ähnlich wie beim Spiel gegen die TuS aus Koblenz, der Gegner hat eine Chance, macht das 1:0 und entscheidet damit die Partie. Hast du sehr gut zusammengefasst. Ich habe letzte Woche gewarnt. Ich habe die ganze Woche die Jungs darauf hingewiesen, wir haben das Training darauf ausgerichtet, dass wir eben diesem Chancenbucher entgegenwirken, dass wir schneller zum Torerfolg, zum ersten Torerfolg kommen. Es ist unheimlich schwer für mich zu akzeptieren. Die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit ein Bombenspiel gemacht. Es ist ein super Positionsspiel, wir haben die Gegner uns zurechtgelegt, wir haben Angriff um Angriff, wir haben Chance um Chance. Aber am Ende des Tages, und das habe ich Ihnen in der Halbzeit gesagt, heute, und das war auch TuS Koblenz, muss ich die Qualitätsfrage stellen zwischen Oberliga und Regionalliga. Wenn ich es nicht schaffe, gegen diesen Gegner aus der Vielzahl an Chancen kein Tor zu schießen, wird es schwer, gegen Gegner in der Regionalliga Tore zu schießen. Und das ist das, wo ich die Jungs hinbringen wollte in der Entwicklung. Die ist die ganze Saison sehr, sehr gut gewesen. Aber jetzt, wo es darum geht, für Spieler auch um Verträge, für nächstes Jahr, um diesen Weg weiter mitzugehen in der Regionalliga, sind wir heute ganz klar an Grenzen gestoßen. Denn ich kann als Trainer, bin dann irgendwann, habe dann nicht mehr die Mittel, um ihnen mehr in die Hand zu geben, als das heute der Fall war. Es ist alles so eingetreten, sie haben den Gegner genauso bespielt, wie wir es die ganze Woche trainiert haben. Wir hatten eine ganz hohe Wiederholungszahl im Training, was Torabschüsse aus verschiedensten Positionen angeht. Und heute, das war ein Spiegelbild, wie du sagst, von dem Koblenz-Spiel, beziehungsweise oft, wie wir es hatten, diesen Chancenbucher. Das ist für mich nicht rational zu begreifen, wie man heute kein Tor schießen kann gegen den Gegner mit der Vielzahl an Chancen. Und das Schlimme ist dabei, dass der Torwart noch nicht mal viel zu halten hatte, sondern es war unser eigenes Unvermögen, die Bälle vorbei und drüber zu schießen. Das war noch nicht mal, dass der Torwart einen Sahnetag hatte und alles gehalten hat. Absolut. Wieder war der Torwartname der häufigste, den wir im Mund hatten, wie so oft in dieser Partie, was die gegnerischen Mannschaft angeht. Es ist unwahrscheinlich bitter, aber wenn es halt dann um diese Effizienz geht, was ist da die Stellschraube, an der man drehen kann? Das ist am Ende des Tages die Qualitätsfrage. Die müssen wir uns ganz klar stellen. Man hat vor 2 Jahren hier viel Lehrgeld dafür bezahlt, auch viel, viel Aufwand in dem Regionalliga-Jahr und ist genau in diesen Spielen dann auch gescheitert. Wir sind genau deshalb an TuS Koblenz gescheitert, weil wir es nicht geschafft haben. Wie gesagt, ich kann an dieser Schraube nicht mehr drehen. Ich kann den Jungs nur die Lösungen, wie wir zu Torchancen kommen, aufzeigen
Das machen sie bravourös die ganze Saison. Aber die Ernte einfahren, das ist nicht meine Aufgabe am Ende des Tages, sondern das ist ihre, den Ball über die Linie zu drücken. Und ich möchte sie ja freudig sehen, mit den Fans feiern, Torerfolge sehen. Das haben wir in der Vielzahl die Saison gemacht, Gott sei Dank. Aber heute und immer mal wieder holen uns das eben ein. Und dann wird es auf jeden Fall nicht reichen in der Regionalliga, das ist klar. Dann Punkte einzufahren, wenn wir es nicht schaffen, wie gesagt, gegen so einen Gegner Tore zu schießen, dann werden wir in der Regionalliga auch keine Tore schießen. Paul Moritz Linz hat mir eine Statistik geschickt, die sollten wir besprechen. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja. Das war vorher in unserer redaktionellen Vorbesprechung nicht erwähnt worden. Die nicht stattgefunden hat aufgrund der technischen Schwierigkeiten. Ja.